Hallo, heute stelle ich euch das App Yango Radio vor. Das Ganze ist eine weitere Radio-App, die aber wirklich zu den besseren zählt, kann kostenlos im Android-Market heruntergeladen werden. Man sieht hier das Startmenü und zwar können wir auf verschiedene Listen zugreifen, die nach Genre sortiert sind. Man kann hier eben über Love-Songs bis über die Top 100 zu Hip-Hop und R&B, zu Indie-Dance und man sieht schon, es gibt wirklich eine riesige Auswahl an Genres, die man auswählen kann. Wir gehen jetzt einfach mal in die Top 100 und uns werden dann hier Songs nacheinander wiedergegeben, die sich momentan in den Top 100 befinden. Ich kann einen Song jederzeit pausieren und kann ihn weiterspielen lassen, kann den Song dann bewerten, kann mir hier unten Top Stationen, Top Künstler und eine neue Station anzeigen lassen. Was ich auch machen kann, ich kann mir ein Konto erstellen und kann so meine Stationen speichern. Ich wollte aber extra zeigen, dass das Ganze auch ohne Konto geht. Die App lässt sich also wirklich auch so problemlos bedienen. Vorteile natürlich, wenn man sich angemeldet hat, sind, dass die App sich meinen Musikgeschmack merkt. Sprich, habe ich eher einen rockigen Geschmack und tue so Lieder mit Rock positiv bewerten, merkt sich das die App und stellt so eine neue Art Wiedergabeliste zusammen und spielt dann so vermehrt Lieder mit rockigen Inhalt wieder. Ist also wirklich gerade fürs Musikhören, für unterwegs richtig praktisch. Man muss eben nur beachten, dass das Ganze aus dem Internet gestreamt wird. Sprich, man verbraucht Traffic von seinem Mobilfunkanbieter. Hat man aber eine Flatrate, kann man hier eigentlich keine bösen Überraschungen erwarten. Es gibt also wirklich sehr viele verschiedene Stationen, die man auswählen kann. Man kann dann auch vermehrt nach Künstlern suchen, wenn mir denn einer besonders gefällt. Man kann aber auch einfach auf die Top Artists gehen und kann dann so seinen Lieblingskünstler auswählen und sich von dem dann die Musik wiedergeben lassen. Mehr gibt es eigentlich zu Yango nicht zu sagen. Ist wie gesagt eine weitere Radio-App für unterwegs, die mir dabei hilft, schön unterhalten zu werden und mich nicht zu langweilen. Kann wie gesagt dadurch, dass sie kostenlos ist, einfach mal heruntergeladen und ausprobiert werden. So viel jetzt zu dieser App. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.